Radio B2, Chefsache Macher im Gespräch. Herzlich willkommen. Mein Gast heute wurde am 28. Juli 1944 in Waiblingen geboren. Er ist der wohl prominenteste Friseur in Deutschland. Er darf Angela Merkel die Haare machen, ebenso wie Schauspielerin wie Gwyneth Paltrow und Sängerin wie Sarah Connor. Die Unternehmensberaterin und Publizistin Gertrud Höhler sagte einmal über ihn, er ist ein Star, deshalb suchen Stars seine Nähe. Ich begrüße Udo Walz. Hallo? Dass du Hallo sagst, ist ja sehr schön. Was macht ein Starfriseur aus? Also das Wort Starfriseur hasse ich. Warum? Weil viele Leute denken, ich frisiere nur Stars. Das ist natürlich völliger Quatsch. Quatsch war das Lieblingswort von Marlene Dietrich. Das war meine erste prominente Kundin in St. Moritz. Starfriseur, wir haben so viele gute Kollegen, das sind alle Stars. Ich sehe es ganz anders. Für mich würde das nicht bedeuten, dass du den Stars die Haare schneidest. Für mich bedeutet das, Udo Walz ist der Star der Friseure. Ach, das ist doch Quatsch. Ich habe so viele tolle Kollegen und heute ist ja auch jeder Koch, der einmal durch die Sendung läuft oder Friseur, wir sind ja alle Stars. Warst du schon immer so bescheiden? Ich bin sehr bescheiden und ich lebe in Demut und das hat sich das gezeigt, dass es gut ist. Dankbarkeit und Demut. Ja. Ja. Wer schneidet dir die Haare? Jeder, der will. Auch Lehrlinge, auch alle. Ich dürfte auch. Ich bin ein uneitler Mensch. Ja, okay. Udo Walz, mein Gast bei Radio B2. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio, Chefsache Macher im Gespräch. Udo Walz ist mein Gast, Friseur. Starfriseur haben wir schon gehört, hört er nicht so gerne. Nee. Wobei nur Friseur klingt irgendwie so, Naja, ich finde, Handwerk hat ja goldenen Boden und ich bin Friseur, ich bin kein Haardesigner, ich bin kein Stylist, ich bin Friseur, ne? Und das genügt mir und ist mein Hobby und ich bin glücklich damit. Das finde ich super, dass du sagst, dein Hobby, also eine richtige Leidenschaft. Beruf kommt ja gewissermaßen von Berufung. Ja. Wie hast du denn diese Leidenschaft zum Haareschneiden entdeckt? Naja, meine Eltern waren sehr arm. Papa war Lastwagenfahrer. Ja, und die waren sehr arm. Und dann hat ein Freund des Hauses mal damals gesagt, schick ihn doch mal zu mir, vielleicht gefällt es ihm. Und da bin ich einen Tag zur Probe hin, da bin ich nach Hause gefahren, kam rein zu meiner Mutter und sagte, ich werde Friseur. Da warst du 14. Ja, Wunderkind. Kennst du Amadeus? Amadeus, ja. Ja, ich auch, Udo Walz. Ja. Statt Amadeus bin ich Friseur geworden. Na, schau mal an. So, und mit 17 die Abschlussprüfung. Ja. Und die hast du bestanden. Ja, von 600 war ich der drittschlechteste. Warum? Warst du faul? Ich war faul. Ja. Also ich war nicht faul, aber der musste mal ein Haardressen machen und so Zeug. Und das hat mich nicht interessiert. Und ich habe mir morgens ein Model ausgesucht, die ich da frisieren musste für die Prüfung. Meine Kollegen haben ein halbes Jahr vorher geübt am selben Model, habe ich alles nicht gemacht. Und wie kam es dann, dass du, obwohl du so faul warst, dann ganz nach oben gereicht wurdest? Also in St. Moritz sprach sich's rum, da ist ein deutscher Friseur, da haben sie mich umgenannt, Monsieur Boris. Und dann hatte ich eine Anfrage von Marlene Dietrich, die kannte ich gar nicht. Ja. Und habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, alle Leute sprechen von dieser Frau, wer ist denn das? Und da sprach meine Mutter auf Schwäbisch, die kennet alle, also auf Deutsch, die kennen alle auf der Welt. Und die war sehr glücklich. Der hast du die Haare gemacht und da hat man nicht gemerkt, dass du der Drittschlechteste warst im Lehrgang. Nein. Sag mal, und du hast diesen ersten Job bekommen, weil du unter anderem bei deinem Chef behauptet hast, ich kann gut Englisch und ich kann gut Französisch. Ja. War das wirklich so oder hast du einfach? Nein, ich konnte gut Englisch, also relativ. Und er hat mich Gott sei Dank in Englisch was gefragt. Französisch wäre ich durchgefallen. Und dann hat er gesagt, okay. Ich nehme sie nicht in Zürich, ich will sie nach St. Moritz im Salon. Da habe ich gesagt, gut. Aber ich wusste gar nicht, was St. Moritz ist. Ja. Ich war ein richtig bescheidener, naiver Schwab. Naja, bescheiden bist heute noch, sagst ja selber. Ja. Dankbar und demütig. Sehr, sehr. Ja. Und sag mal, was ist das, was die Frauen schon damals, als du noch ganz jung warst, Marlene Dietrich als Beispiel, an dir geliebt haben? Also erstmal
war ich sehr schüchtern, auch Claudia Schiffer und so. Ich habe mit niemandem geredet. Ich habe auch nie die Presse angerufen. Eine meiner Lieblingskundinnen war Romy Schneider, die kam jeden Samstag in den Salon. Da hat die gedreht Spaziergänger von Sanssouci. Und die waren glücklich, dass ich nie die Presse angerufen habe und immer verschwiegen war. Ja. Und wenn mich heute fragen, Udo, was ist dein Geheimnis, dann sage ich immer, ich habe kein Geheimnis. Mein Geheimnis ist Pünktlichkeit und Deodorant. Und Authentizität. Ja. Ja, also was ich ja bei dir, als wir uns von guten Tag gesagt haben, gemerkt habe, ich sage, Mensch, Udo, bist nicht gut drauf, schlecht gelaunt. Du sagst, ja. So. Also du bist eben ich so, wie du bist. Ich bin immer gut gelaunt, immer. Ja. Also wenn, mache ich Spaß. Ja, was macht dir denn schlechte Laune? Gar nichts. Wirklich? Ich hasse nur Leute, die dumm sind, weil dumme Leute sind gefährlich. Und das wissen viele nicht. Und ich hasse Leute, die dumm sind. Gibt ja diesen schönen Witz, was haben Dumme und Tote gemeinsam? Was? Beide wissen nichts über ihren Zustand. Ach so. Udo Walz bei Radio B2. Der Mann, der die Stars frisiert, aber kein Star-Friseur ist. Udo Walz, mein Gast bei Radio B2. Und die Promis, die bedanken sich auf die eine oder andere Weise bei dir. Angelina Jolie beispielsweise hat es getan und hat dir tollen Wein, war es glaube ich, geschickt. Ja, ne? Ja. Da kommt dann eines Tages ein Päckchen an. Und jetzt wieder zu Weihnachten kriege ich ganz viel von Päckchen. Ihr? Nee, von anderen Leuten auch. Kriege ich ganz viel Päckchen und das macht mich sehr stolz. Und die Päckchen verteile ich wieder an Leute, die arm sind. Mhm. Und ich habe auch 7 Kinder in Kenia, die ich ernähre. Eine Partnerschaft quasi. Ja. Und ich gebe gerne, weil ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn es nur mir gut geht. Also ich liebe es, anderen Menschen, armen Menschen zu helfen. Das ist schön. Mhm. Der Terroristin Ulrike Meinhof hast du auch mal geholfen. Die, ja. Die war schwarze Haare. Genau, so oder so arm, ganz unbewusst. Ja, die hatte schwarze Haare und die kam dann in den Salon und sagte, ich möchte blond werden. Da habe ich gesagt, ach, machen Sie das mal. Ich wusste nicht, wer das ist. Ich habe gesagt, machen Sie das nicht. Das ist schlecht für die Haare. Dann hat die gesagt, Herr Walz, ich bin hier, um blond zu werden. Wir wollen jetzt nicht diskutieren. Dann habe ich es gemacht. Und später erfahren, ich habe Ulrike Meinhof, der Terroristin. Auf dem Plakat habe ich sie gesehen, weil sie gesucht wurde. Mit Sponsorhinweis, frisiert von Udo Walz. Und die Tochter behauptet heute noch, ich war befreundet mit ihr, was ja Blödsinn war. Der Friseur Udo Walz bei Radio B2. Udo Walz. Warum lachst du, wenn ja, ich deinen Namen sage? Ich meine, soll ich heulen? Ich nenne es einen Namen also, und er fängt an zu lachen. Ich mache jetzt keine Werbung, weil ihr habt es ja nicht nötig. Aber ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, Radio B2. Und ich liebe das sehr. Ich liebe auch Schlager und so Sachen. Also ich freue mich, dass ich hier eingeladen bin und man kann sich ja bedanken und dabei das lachen. Das freut mich, dass du das sagst und es kam ganz witzig. Wir saßen vor 2 Wochen gemeinsam in einem Restaurant, ich auf dem Weg zur Toilette. Und weil ich so pressegeil bin, habe ich gesagt, ich möchte mal wieder eingeladen sein. Weil du so bescheiden bist. Ja. Und dann sagt Udo Walz, als ich wiederkam, du setzt dich jetzt hier hin. Ich sage, nee, ich habe da hinten Gäste. Ich sage, egal, du setzt dich jetzt hier hin. Und dann hat er mich verhaftet für ganze 20 Sekunden. Und ich habe gesagt, ich möchte mal wieder, ich bin ja wirklich Fernseher und Radio geil, wobei ich Radio lieber mache. Mhm. Und habe gesagt, ich möchte gerne zu dir kommen. Also ich habe mich im Grunde angebiedert oder aufgedrängt. Ja, aber du hast so ein Radiogesicht, würde ich sagen. Ah, ich danke dir. Oder eine Fernsehstimme. Also. Sag mal, wie viele Salons gibt es eigentlich inzwischen? Es war mal mehr, mal weniger. Nein, ich blicke nicht mehr durch. Es gibt 4 in Berlin. Ja. 2 in Mallorca, das reicht. Und irgendwann, glaube ich, Sylt war doch auch mal, oder? Sylt war noch nie, da warst du wieder schlecht orientiert. Ja, das hast du mir schon mal vorgebracht. Ach so. Aber mit Sylt, das war genau die gleiche Stelle. 85 ging es los, am Kudamm, der erste Salon. Ja, nee, das ging los. Ja, doch, vielleicht, ich weiß es nicht. Es ist bei mir ganz merkwürdig, was gestern war, interessiert mich nicht. Mhm. Und ich habe jetzt gehört von jemand, nur alte Leute sprechen über früher. Also frag mich jetzt, was jetzt los ist. Kommen wir später dazu. Ach so. Die Menschen interessiert ja das, was bei Udo Walz früher war.
Zum Beispiel die Hochsteckfrisur hast du doch erfunden, oder? Ja, na, erfunden nicht. Aber ich habe für Terry Mückler eine Show in Berlin frisiert. Der war sprachlos. Ich habe in, schätze ich, 18 Models in 20 Minuten hochgesteckt. Er sagt, sowas habe ich noch nie gesehen. Und hat er mich auch eingeladen nach Paris. Habe ich natürlich gemacht. Und ja, Hochstecken war auch mein Hobby. Und jetzt habe ich so ein bisschen, jetzt bin ich ja 75 geworden dieses Jahr, jetzt überlege ich mir, ob manche Leute so einen alten Mann, das meine ich jetzt nicht ironisch, noch hinterm Stuhl sehen wollen. Und jetzt habe ich was gemacht. Ich, wenn die Leute reinkommen, und ich habe viele Leute aus der Schweiz, aus Moskau, von überall her, ja, ich berate die Leute nur. Und das ist meine Leidenschaft jetzt. Also nicht mehr hochstecken, sondern hochlegen. Doch, hochstecken auch, aber ich berate die Leute. Und lässt schneiden. Ich lasse es schneiden. Ja. Ich habe genug in meinem Leben geschnitten. Aber Beratung ist wichtiger. Ich kann mir vorstellen, Udo Walz als Chef, ein harter Hund, oder? Weiß ich nicht, selber kann ich das. Bist du streng bei denen, die bei dir lernen? Ich bin schon sehr streng, ja? Ja. Aber die lachen über mich auch und sagen, der Alte hat wieder schlechte Laune. Ich sage, zurückkommen, ich habe keine schlechte Laune. Ich habe nie schlechte Laune, sagst du dann wieder. Ja, ich will einfach nur, dass ihr was lernt. Ja, Jeanette Biedermann, später Darstellerin, GZSZ, heute Pop-Rock-Sängerin, hat auch bei dir angefangen zu lernen, hat irgendwann aufgehört. Ja, und Rosenstolz war auch bei mir. Peter Plate. Ja. Und hat auch aufgehört. Der hat nur Köpfe gewaschen und dann, ja, der hat nicht gelernt, der hat Köpfe gewaschen, weil er Geld brauchte. Ach so, das war sozusagen so ein, das geht ja. Also ja, ich könnte geht bei dir anfangen, nur Haare waschen. Das könntest du. Ja. Kriegst dir Tipp und Lohn. Okay. Willst du? Naja, also darf ich mir aussuchen, da gibt es mehr Tipp. Da gibt es mehr Tipp? Ja. Okay, darf ich mir auch aussuchen, wer auf dem Stuhl sitzt? Nein, darfst du nicht. Oh, schade. So bei Gwyneth Paltrow zum Beispiel, ja, da wäre ich natürlich, oder Angelina Jolie, hätte ich natürlich gerne mal vorbeigeschaut. Eine meiner Lieblingskundinnen war wirklich Gwyneth Paltrow. Ja. Habe ich noch Zeit, oder? Na, du erzähl mal ruhig. Ja, kannst du rausschneiden, oder was? Na, hier wird gar nicht geschnitten, so, das ist live. Ja. Gwyneth Paltrow, die bin ich ins Hotel, da hat sie jemand die Tür aufgemacht, jemand Blondes, und rannte weg, und ich rannte ihr hinterher, da hat die sich wieder ins Bett gelegt. Dann habe ich gesagt, was die kann, kann ich auch, habe ich mich auch ins Bett gelegt. Zu ihr? Naja, klar. Und dann sagt sie, ach, heute machen wir nichts, meine Haare sitzen noch. Und als sie wegging aus Berlin, hat sie mir einen Blumenstrauß geschenkt, 2 Meter auf 1 Meter. Und dann war ich in der Paris-Bar, da kam sie in die Paris-Bar zum Verabschieden. Mhm. Und hat sie gesagt, you all friends from Udo Walz, dann die alle so, ja. Dann hat sie gesagt, ich auch. Und hat sich verabschiedet, fand ich ganz toll. Toll, zauberhaft. Gibt es auch Leute, wo du weißt, die mögen dich nicht? Das ist mir wurscht. Karl Lagerfeld, den ich auch ein bisschen kannte, der sagte, man kann nicht everybody's darling sein. Wenn man das ist, bist ein Arschloch. Ja, everybody's darling is everybody's step. Ja. Ja, oder die einen kennen dich, die anderen können dich. Ja, aber mir ist das alles wurscht. Ja. Ich lebe sehr, ich habe alles gehabt und habe immer noch viel. Und wie gesagt, man kann nicht jedermanns Darling sein. Wer mich nicht mag, ich zahle meine Miete selber, und da hat er Pech gehabt. Ja, und der Mann, der dich mag, sitzt draußen gerade in der Redaktion und hört mit. Carsten, hört er mit? Dein Mann, ich sehe ihn. Wenn du rausguckst, siehst du ihn auch da, genau. Da ist er, hört mit und amüsiert sich. Der ist ja auch Ewigkeiten schon an deiner Seite. 27 Jahre. Wahnsinn. Das ist enorm. Für Homosexuelle, die sind ja wechselhaft oft. Und Carsten ist Hito der, auch. Kann ich weiterreden? Ja, du kannst immer weiterreden. Okay. Und das ist ein wichtiger Mensch, der passt auf meine Gesundheit auf. Wir haben ein kleines, bescheidenes Häuschen, 2 Hunde. Meine Haushälterin ist schon 40 Jahre da. Also mir geht es ringsrum gut. Ja, jetzt ist Carsten jünger als du. Ich habe eine jüngere Partnerin, und dann ist es manchmal so, dass Leute dann so gucken und denken so, boah, hat es mir was ist dir das egal? Aber was Leute denken, ich sage immer, ich zahle meine Miete selber. Und wir kommen gut aus. Ich meine, nach 8 Jahren hat ein Psychologe gesagt, geh die Schmetterlinge weg und dann wird es eine gute Partnerschaft. Ich glaube, das stimmt. Echt, nach 8 Jahren? Weil ich kenne eine andere Theorie, die sagt, nach 3 bis 6 Monaten endet die Verliebtheit. Ach, das und dann ist kommt Blödsinn. Die Liebe. Blödsinn. Bist du noch verliebt? Ja.
Aber ich bin verliebt, weil mir Carsten auch morgens die Tabletten hinlegt. Ich bin ja Diabetiker und Carsten legt mir morgens und abends die Tabletten hin, weil ich wäre zu schlampig und das ist in Ordnung. Der passt auf dich auf. Das ist gut. Ja, und ich habe auch ein kleines Schwimmbad zu Hause im Keller, aber ich gehe nicht schwimmen, zu faul. Ja, da geht er schwimmen. Auch nicht, auch zu faul. Okay. Aber das Wasser hat 29 Grad. Aber meine Haushälterin geht schwimmen. Ja. Genau. Aber das finde ich ganz toll. Ja. Udo Walz, der Friseur der Stars. Gefällt dir das besser als der Friseur? Nee. Andere Leute haben ja auch Stars. Okay. Also einfach nur Friseur. Friseur. Der Friseur Udo Walz, ja, bei Radio B2. Er sagt über sich, ich bin bescheiden und demütig. Udo Walz, Friseur, naja, mein Gast bei Radio B2. Jetzt fällt es mir ins Wort, was wolltest du sagen? Demut reicht mir. Demut reicht dir. Du sagst, ich bin eigentlich jemand wie jeder andere Friseur, naja, auch. So, aber ein großer Unterschied, bei dem einen hier an der Ecke in Berlin-Wilmersdorf kostet der Haarschnitt 10 Euro, bei dir schon ein bisschen mehr. Da denke ich natürlich, meine Güte, der arbeitet ja auch nur mit Schere und wie nennt sich das, Rasierapparat und so weiter. Kamm. Schere und Kamm. Naja, bei uns wird der Mann, zum Beispiel ein Mann, der wird geschnitten, gewaschen, dann Haare geschnitten, dann wieder gewaschen, dann eine Kopfmassage, dann fürs Gesicht warme Tücher. Mhm. Also das ist schon anders. Und ich finde meine Arbeit für 7 oder 10 Euro, da würde ich mich beraten lassen bei der Berufsberatung. Ja, das will ich nicht. Das ist ja ein ruinöser Wettbewerb in deinem Beruf. Weil jeder behauptet wahrscheinlich irgendwie, ich kann schneiden, wobei ran dürfen, glaube ich, nur diejenigen, die wirklich eine Ausbildung ja, haben. Ja, aber ich meine, das können viele schneiden, aber bei so Friseuren für 10 Euro, die schneiden sehr schnell. Mhm. Und bei uns gibt es keine Zeit. Bei uns schneidet man so lange, wie man das Gefühl hat, dass es gut ist. Ja. Udo, generell, jemand, der bei dir Haare schneidet, wird wahrscheinlich viel Trinkgeld bekommen. Promis sind ja genug da. Generell wird in dieser Branche, in der Friseurbranche ja schlecht bezahlt, wenn man sich anguckt, was ein Friseur verdient im Durchschnitt, vielleicht nicht bei dir. Warum ist das eigentlich so? Das ist ja doch ein wichtiges Handwerk. Ja, aber mittlerweile haben die ja, gibt jetzt ein Gesetz, Mindestlohn oder so. Das war bei mir noch nie. Ich bin allerdings, bei mir muss ein Friseur wirklich sehr fleißig sein. Dann kriegt der wahrscheinlich, also der kriegt dann im Monat hat er viel, viel Geld zum Leben. Wahrscheinlich so wie du und ich. Mhm. Weiß ich nicht. Also ja. du hast, weil du bist ja ein Schwabe, ist vielleicht bei dir nochmal anders. Du hast ja mal gesagt, mit den vielen Mitarbeitern, da kann man nicht viel Geld verdienen. Nein, das stimmt. Und ich habe manchmal zu viel, aber mir tut es leid, wenn ich Leute entlassen muss. Das kriege ich nicht hin. Und ich mache das dann auch nicht selber. Da habe ich mein Büro oder Carsten. Du lässt entlassen. Ja, weil die tun mir leid. Ja. Ist schon mal was schiefgegangen bei der Arbeit, wo du gesagt hast, also da habe ich mich komplett verschnitten und musste dann irgendwie reparieren? Nein, aber ich habe einer mal ins Ohr geschnitten, einer Dame, die kam angereist und im Ohr, das dauert ja lange, bis das aufhört zu bluten, habe ich ihr den Haarschnitt geschenkt und Shampoo, ich habe auch eigenes Shampoo, vegan. Müsstest du dir mal kaufen, da sitzen deine Haare gut. Ich habe vegan Shampoo. Besonders wenn der Kopfhörer drauf ist, ne? Ja. Und Shampoo für Fülle, für gesunde Kopfhaut, was auch ganz wichtig ist, ein Rosenduft. Also geh mal jetzt ja mit Brigitte. Soweit der Werbefunk. Es gibt natürlich auch von vielen anderen tolle Haarshampoos. Kann ich auch mal reden, da hättest du gesagt, ich lasse mich nicht bestechen. Ja. Aber ich will das gar nicht, das ist mir wurscht. Okay, also du hast einer Dame ins Ohr geschnitten und wenn so ein Mitarbeiter mal ins Ohr schneidet, muss der gleich gehen oder bist Nein, du da? Nein, aber was, das kann ja jedem passieren. Mhm. Nee. Und ich habe gute Mitarbeiter. Ohne gute Mitarbeiter kann man so ein Schiff, sage ich immer, nicht stemmen. Das ist wahr. Mhm. Das ist unser Kapital als Unternehmer, ja, oder? Ja. So, genau. Und ich freue mich schon auf Weihnachten, wenn ich bei Udo Walz Haare waschen darf. Chefsache, Macher im Gespräch bei Radio B2. Radio B2. Udo Walz, Friseur.
Was guckst du nach oben? Naja, warum Radio soll ich? B2? Musst du wissen, wo ich sitze. Ja, du bist im Studio von Radio B2. Okay, ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was heißt Schönheit für dich? Schönheit ist relativ, das ist Geschmackssache. Ich beurteile Damen, die eine schöne Allure haben. Allure heißt, wie sie sich bewegen, wie sie gehen. Und ja, das ist immer relativ. Also, da muss man nicht Schneewittchen spielen. Also Schönheit ist für mich immer, es kann ruhig ein Makel sein, weil was so glatt ist, manchmal gar nicht so interessant, oder? Geht's dir auch so? Nein, ich finde, wichtig ist die Ausstrahlung. Mhm. Ja? Und da gibt es Männer und Frauen, die sind wunderschön. Und sind dumm wie eine alte Tasse Tee. Und sagen gar nichts. Sagen gar nichts. Was ist für dich stillos? Stillos, wenn man über andere Leute spricht, wenn man neidisch ist, aber hauptsächlich, wenn man über andere Leute spricht und wenn man jemanden nicht kennt und ich sage oft, kennst du die oder den? Nein, ich sage, dann red doch nicht so einen Quatsch. Aber gerade beim Friseur, da wird doch über andere Leute geredet ohne Überhaupt Ende. Nicht, das ist von vor 100 Jahren gewesen, das wird nicht. Ich habe nie zugehört und früher haben meine Rezeptionisten gesagt, bitte mit Herrn Walz nicht reden, weil der will sich konzentrieren. Da beim Friseur wird nicht mehr geklatscht, das ist nicht mehr so, ja. Wer redet eigentlich grundsätzlich beim Friseur mehr? Ist es der Kunde oder ist es der Friseur? Weder noch, das, wenn du mal kommen würdest, ich weiß ja nicht, was dein Friseur beruflich macht, wenn du mal kommen würdest. eine Friseurin, eine Meisterin. Ja, dann grüße sie herzlich. Ja. Bei uns ist sehr ruhig. Wir haben schöne Musik. Und Schlager, hoffe ich? Ja, oh, ich liebe Schlager. Ja. Und ich habe ja eine Freundin, Cindy. Kennst du noch Cindy und Bert? Na klar, lebt Cindy, in Berlin. Wir sind eng befreundet. Mhm. Viele Grüße. Was? Viele Grüße. Ja, mache ich. Und wir waren jetzt bei den Pfister Sisters in Tippi, ein Hammer. Und haben die gesagt, wir freuen uns, dass Cindy hier heute Abend ist, und habe ich gesagt, und dass ich hier bin, interessiert euch nicht. Und ich habe dich ja gefragt, was ist die los? Und du hast gesagt, wenn man tratscht. Ja. Und in Bezug auf deinen Beruf, welche Frisur ist die los? Luftgetrocknete Dauerwelle oder zwei Farben auf dem Kopf. Oben blond, unten schwarz. Ja. Das ist die los. Oder in der Mitte schwarz, an der Seite blond, ja, wie so ein Stiefel. Das ist die los. Ah, okay. Machen aber viele. Warum machen Dann die das? Dann ist nicht mehr. Das kam aus den Bundesländer, aus den neuen Bundesländern damals. Ja. Und da war auch luftgetrocknete Dauerwelle. Und das finde ich das Allerletzte. Bei uns ist das Wort Dauerwelle verboten. Du magst die, hast sie noch nie gemacht. Warum eigentlich nicht? Heute Morgen war ein Mädchen da, die Dauerwelle gemacht hat, geweint und sagt, ich habe Dauerwelle gemacht. Ich sage, wärst du zu uns gekommen, wäre das Wort nicht gefallen. Na, wenn Radio B2 deine Dauerwelle ist, habe ich auch kein Problem. Nee. Und sag mal, die Kanzlerin, hat die nicht auch eine Welle oder zumindest eine Stützwelle? Darüber spreche ich nicht. Aber ich auf jeden Fall. Das ist eine meiner Lieblingskundinnen. Ja. Die hasst, wenn ich Werbung mit ihr mache, aber mittlerweile weiß es ja ganz Deutschland, dass sie zu mir kommt. Und jetzt haben wir die Frau von der Leyen, eine Hammerfrau. Ein toller Haare auch. Naja, aber die Frau, die ist so toll. Ich habe gesagt, man darf hier ein Foto machen, sagt sie ja. Und dann sagt sie, mit dem Foto können Sie machen, was Sie wollen. Das fand ich enorm. Mhm. Und sag mal, bei Stillos, um nochmal wieder diesen Bogen zu kriegen, was eigentlich mit Vokuhila? Vorne Vokuhila, kurz, hinten lang. Ja, das ist manchmal wieder modern. Manche Leute wollen das. Das kam ja von den Fußballern. Mhm. Aber die männlichen Kunden sind sehr eitel geworden. Und die machen auch gerne ein bisschen Farbe rein ins Haar, also nur die Spitzenblonde und so. Wenn ein älterer Mann sich die Haare färbt, das finde ich schrecklich. Das ja, Gerhard Schröder stand ja mal im Ja, aber da habe ich ja einstweilige Verfügung gemacht, dass ich ihm die Haare nicht gefärbt habe. Ja, vielleicht jemand anders. Ich habe übrigens neulich ein Haargel entdeckt. Du wirst dich wahrscheinlich amüsieren. Das ist grau. Das macht man in die Haare. Mhm. Und ich hätte dann so graue Haare wie du. Ja. Wie alt bist du denn? Na, so alt, wie ich aussehe. Ja, vielleicht, wie alt bist du? Vielleicht, na, rate doch mal. Jetzt wird es peinlich. Nee, mir ist nie was peinlich. 56. Siehst jünger aus. Danke. Nimmst du immer Nachtcreme und so Zeug? Auf jeden Fall. Ja? Und jeden Morgen. Und ich putze mir auch die Zähne. Und du darfst auch noch länger bleiben. Ist ja ein Ding. Sag mal, zum Abschluss, Frisurentrends. Ach, bist du schon fertig? Ja, eine halbe Stunde, beziehungsweise eine Stunde ist bald um. Okay. Frisurentrends. Was ist in, was kommt? Das sage ich nicht.
Nein. Weil du es nicht weißt. Frisurtrends, es bleibt immer noch der Chanel-Kopf, also Pagenkopf, aber ein bisschen gestufter. Dann ist die Farbe, ist, ich sage im American Color, das heißt zwei, drei verschiedene Strähnenfarben wie Tabak oder Cognac. Das und geht dann doch, ja. Das geht, ja, ja. Und der Pagenkopf in sich ein bisschen gestuft, es kommt wieder Bewegung ins Haar, also gibt tolle neue Frisuren. Ja, wie oft wechselt das? Wie in der Mode? Alle halbe Jahre, jedes Jahr? Oder wie ist naja, das? Im Grunde, wenn ich ehrlich bin, wechselt es gar nicht. Ja. Also der Pagenkopf, den schneide ich schon 30, 40 Jahre. Übrigens kannst du mal gratulieren. Wozu? 50-jähriges Jubiläum, Udo Walz. Ja, ich weiß. Ah ja, warst du ja, da zur Feier? Ja. Nein, du hast mich nicht eingeladen. Ach so. Aber du bist auch 75 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Dazu darf ich nachträglich auch nochmal gratulieren. Du bist ein Löwe, der kämpft. Ich auch. Löwe das kämpfen nie. Löwe sind immer im Licht. Löwe werden immer bewundert. Und das ist auch gut so. Absolut. Udo Walz, Friseur bei Radio B2. Endspurt mit Udo Walz, 75 Jahre alt, 50 Jahre im Geschäft, Unternehmer, Chefsachemacher im Gespräch, die Chefs hier sozusagen. Und ich werde dich jetzt auch gleich entlassen. Du darfst gehen. Ist ja toll. Ja, toll. Nach dem Motto, toll, dass du gekommen bist. Krieg ich Geld dafür? Toll, dass du gekommen bist. Schön, dass du schon wieder gehst. Krieg ich Geld dafür? Noch ein paar Halbsätze. Ich bekomme noch was von dir für diese unverschämte Werbung vorhin. Ein paar Halbsätze, die du bitte vervollständigst. Ja. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn die Nachrichten kommen. Meine größte Niederlage. Hatte ich keine. Meine Schwäche ist... Ich bin immer schnell und meine Schwäche ist, ich habe keine Zeit. Meine Geburtsstadt? Waiblingen im Schwabenland. Was ist da, was verbindet dich noch außer der Sparsamkeit? Ich bin nicht sparsam, mich verbindet da gar nichts mehr. Bist ein richtiger Berliner? Ja. Und hast aber mal überlegt, aus Berlin wegzugehen, ist lange her, ne? Nee, wie kommst du denn darauf? Habe ich irgendwo gelesen? Ja, falsch gelesen. Ja, siehst du mal, was die alles schreiben. Ja. Udo Walz, 75 Jahre alt, Friseur, jetzt sag ich's nochmal, der Stars, aber auch der stinknormalen, also ich dürfte auch hinkommen. Ja, danke, davon lebe ich. Danke, danke, dass du da warst und vor allen Dingen bleib gesund. Alles Liebe. Danke, ich freue mich für die Einladung. Vielen Dank. Sehr gerne. Ciao. Thank you.